Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video geht es darum, wie kleine Veränderungen großen Erfolg bringen. Viel Spaß dabei. Wenn ich erfolgreiche Menschen sehe, dann fällt mir immer eine Sache bei ihnen auf, und zwar, dass sie krasse Gewohnheiten in ihr Leben integriert haben. Doch was sind eigentlich Gewohnheiten? Gewohnheiten sind Dinge, die du jeden Tag immer wieder tust oder wiederholt in einem bestimmten Zyklus, ohne groß darüber nachzudenken. Das bedeutet also, sie kosten dich auch keine große Überwindung mehr. Wenn du morgens früh zum Beispiel zur Kaffeemaschine gehst und dir einen Kaffee machst und das so eine Routine ist in deinem Leben, dann kostet dich das keine Überwindung, diesen Kaffee zu machen. Das ist auch nicht mehr anstrengend für dich. Du machst es einfach. Laut der Wissenschaft dauert es 18 bis 245 Tage, eine neue Gewohnheit in dein Leben zu integrieren. Warum ist es so wichtig, meiner Meinung nach, Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren, die dich weiterbringen oder schlechte Gewohnheiten wieder abzuschaffen? Ganz einfach, wenn du jeden Tag die kleinen Dinge tust, die richtig sind auf dem Weg zu deinem Ziel, dann bringt es dich jeden Tag ganz unterbewusst, ohne große Anstrengung, näher an dein Ziel, und du kommst Schritt für Schritt einen Tag weiter, ohne dich dabei anzustrengen. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn du die Dinge wirklich zu einer Gewohnheit machst. Sagen wir mal, du möchtest aufhören zu rauchen. Dann ist es nicht nur die Gewohnheit des Rauchens an sich oder die Sucht nach der Zigarette, sondern es hängen ganz viele verschiedene Rituale daran. Zum Beispiel, du stehst im Auto, hast eine rote Ampel und zündest dir eine Kippe an. Oder morgens früh beim Kaffee, nach dem Essen, zum Glas Bier, mit Freunden zusammen nach der Arbeit, in der Mittagspause. Es hängen immer verschiedene Rituale an einer Gewohnheit. Oder sagen wir, du möchtest abnehmen und du möchtest mehr Bewegung in dein Leben integrieren. Natürlich hat der Tag nur 24 Stunden. Und du hast begrenzt Zeit, Sport und Bewegung in dein Leben zu integrieren. Doch wo kannst du vielleicht kleine Stellschrauben drehen, um mehr Bewegung in dein Leben zu bringen? Zum Beispiel könntest du eine Gewohnheit integrieren, dass du nicht mehr die Rolltreppe nimmst und nicht mehr den Aufzug, sondern einfach zu Fuß gehst, die Treppen nimmst. Oder du hast es eigentlich gar nicht so weit zum Supermarkt und du hast die Zeit dazu, zu Fuß zu gehen. Und vielleicht dauert es sogar gar nicht länger, zu Fuß zu gehen, weil du ins Auto gehen musst, Verkehr ist schlecht, Parkplatz suchen und so weiter. Das fällt dir alles weg. Und du könntest vielleicht das ein oder andere Ding zu Fuß in deinem Alltag erledigen. So hast du eine Gewohnheit zum Beispiel integriert, die ganz von alleine deinem Ziel dient und dich Stück für Stück mehr Kalorien verbrennen lässt, um am Ende an dein Ziel zu kommen. Oder du möchtest vielleicht produktiver werden in deinem Alltag und du merkst, dass du immer wieder kleine Störer in deinem Leben hast, so kleine Störfaktoren, die dich immer wieder abhalten, wie zum Beispiel dein Handy blinkt. Und du schaust auf dein Handy und du bist schon wieder raus aus deinem Fokus. Sowas lässt sich super, super easy unterbinden, indem du einfach die Push-Benachrichtigung ausstellst. Ich habe bei fast allen unnötigen Dingen in meinem Smartphone die Push-Benachrichtigung ausgestellt mittlerweile. Weil immer wieder blinkt das Ding. Oder du kannst es lautlos stellen. Mein Handy vibriert zum Beispiel nicht mal mehr. Das heißt, wenn wirklich etwas ist, dann sehe ich das erst, wenn ich es sehen will und bin nicht dann irgendwie interrupted in irgendeiner Sache, die ich gerade tue. Das heißt, du schaffst dir in diesem Beispiel ein Umfeld, in dem du gut arbeiten kannst, in dem du gut produktiv sein kannst. Und da sind wir schon genau bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Dein Umfeld. Mal angenommen, du möchtest gerne Sport machen und du hast in deinem Umfeld nur faule Menschen, dann fällt es dir extrem schwer, Sport zu machen, weil die Leute in deinem Umfeld können es nicht verstehen, wie du jeden Tag zum Training gehen kannst oder wie du dich an einen Ernährungsplan hältst. Die Leute können es einfach nicht verstehen, weil sie das nicht so machen. Oder du möchtest produktiver werden und du möchtest was erreichen, du möchtest richtig Gas geben, aber die Leute in deinem Umfeld sind einfach faul und sind mit ihrer Situation zufrieden und ändern einfach nichts. Das heißt, du bist dann in einem Umfeld, was dich eher runterzieht und dich Energie kostet und du kommst keinen Schritt vorwärts. Was bedeutet es also kurz gesagt? Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem es dir leicht fällt, deine Gewohnheiten zu ändern. Das heißt, du hast ein bestimmtes Ziel, du hast bestimmte Gewohnheiten, die du ändern möchtest oder neue Gewohnheiten, die du integrieren möchtest, und dein Umfeld muss dazu passen.
Damit meine ich nicht nur deine Freunde, Verwandte und soziales Umfeld, sondern auch dein Umfeld zu Hause. Sagen wir mal, du möchtest dich an eine Ernährung halten, dann hab einfach nicht schlechte Lebensmittel in deinem Kühlschrank, dass du gar nicht erst in die Versuchung kommst, dich wirklich schlecht zu ernähren, sondern dass du von vornherein immer nur gute Sachen zu Hause hast. Am Anfang bedarf es Disziplin, Dinge zu verändern. Doch wenn du ganz viele kleine Dinge anpasst und veränderst, führt es dich am Ende auch zum Erfolg und zu deinem Ziel und zu deinem Glück. Das bedeutet, hab am Anfang die Disziplin, durchzuhalten, eine neue Gewohnheit zu integrieren, bis sie wirklich eine Gewohnheit ist. Denn wenn es erstmal eine Gewohnheit ist, fällt es leicht. Für mich ist es nicht schwer, jeden Tag zum Training zu gehen. Für mich ist es auch nicht schwer, jeden Tag meine Jobs zu erledigen. Für mich ist es auch nicht schwer, mich an meine Ernährung zu halten, weil ich ein Umfeld geschaffen habe, in dem das leicht ist, ein Umfeld geschaffen habe, in dem jeder das versteht, in meinem sozialen Umfeld zum Beispiel, in dem jedem bekannt ist, zum Beispiel, dass ich kein Alkohol trinke. Leute fragen mich gar nicht, willst du ein Bier trinken, willst du dies, das. Du hast ein Ziel vor Augen, du weißt, was du möchtest, überleg dir, welche Gewohnheiten dich Tag für Tag an dieses Ziel bringen und das bringt dir letztendlich den Erfolg. Die kleinen Dinge jeden Tag richtig machen und keine Zeit verschwenden. Also, was sind letztendlich die essentiellen Gewohnheiten, die dich auch im Großen und Ganzen dann zufrieden machen? Wir nehmen mal drei einfache Punkte, und zwar nehmen wir Geld verdienen, wir nehmen Gesundheit und zufrieden sein. Wie kriegst du jetzt Gewohnheiten integriert, die diese Dinge begünstigen? Geld verdienen ist eine Gewohnheit, arbeiten zu gehen zum Beispiel. Du hast einen Job, du gehst jeden Tag dorthin, das ist deine Gewohnheit. Das ist fest integriert und für die meisten von uns ist das der einfachste Punkt, komischerweise, obwohl es so viel Zeit und so viel Überwindung kostet. Aber ob das richtig oder falsch ist, 8 Stunden einen 9-to-5-Job zu machen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Gesundheit, gesunde Ernährung, Bewegung, Sport. Da fällt es schon den meisten extrem schwer, Gewohnheiten zu integrieren, die diesem Ziel förderlich sind. Das heißt, achte auch auf deine Gesundheit, schaffe dort essentielle Gewohnheiten, die dich gesund und fit halten. Und der letzte Punkt ist zufrieden sein, glücklich sein. Was für Gewohnheiten könnten dich glücklich machen? Zum Beispiel so diese einfachen Dinge, die jeder mittlerweile kennt, Dankbarkeit für verschiedene Dinge, die kleinen Dinge schätzen, kleine Erfolge schätzen lernen. Und da ist auch wieder ein komplexeres Thema, wie wird man dauerhaft glücklich? Meine Meinung ist, du brauchst immer wieder Ziele, die du erreichst und dann die dich am Leben erhalten und dich motiviert halten. Und das sind die essentiellen Gewohnheiten, die du ändern musst. Das heißt, fassen wir mal kurz zusammen. Geld verdienen, gesund bleiben, gesund halten, Sport und Zufriedenheit. Dort solltest du schon mal essentielle Gewohnheiten integrieren. Egal, ob du ein Ziel hast oder nicht, für diese Punkte brauchst du essentielle Gewohnheiten. Wenn du jetzt aber ein Ziel hast, dann schaffe dir Gewohnheiten, die dich deinem Ziel näher bringen. Schaffe dir ein Umfeld, in dem es leicht fällt, diese Gewohnheiten auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und letzten Endes halte durch, bis die Gewohnheit eine Gewohnheit geworden ist. Hab die Disziplin, bis zu diesem Punkt durchzuhalten, danach wird es leichter. Ja, wenn du es bis zum Ende dieses Videos geschafft hast, erstmal vielen Dank. Cool, dass du dabei bist. Mein Name ist Daniel, falls du mich noch gar nicht kanntest. Auf meinem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst noch in meinem Leben passiert. Lass mir gerne ein Abo da, wir wachsen stetig und ich hoffe, dass wir dieses Jahr tatsächlich die 1000 Abos knacken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr gerade dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.